Die Jury sagt, das hat Substanz. Sie ergreifen jetzt erstmal die Kuchengabel und dann das Wort bei der Verkostung. Und wir beginnen bei Franzi. Ja, Franzi, dann erzähl uns mal, welche Geschichte hinter deiner Torte steckt. Ich habe euch heute eine Schlange mitgebracht. Ich hoffe, ihr seid gut zu mir, weil sonst könnte sie euch beißen. Was an deinen Torten einfach Spaß bringt, ist, wie du Materialien verbindest. Diese Schlange aus Rice Krispies zu machen, mit Fondant einzudecken. Hier oben Wafer Paper, dass ich wirklich diesen Fächer habe, den so eine Cobra auch hat. Diesen Riss hätte ich halt irgendwo anders gelöst, und zwar unterm Deckel. Der Kopf mit diesem leichten Mund und diesen ganz, ganz glasigen Augen, das hast du sehr gut hinbekommen. Für mich persönlich super umgesetzt. Dankeschön. Das sind wunderschöne Farben, weil sie auch so unglaublich gut zu der Schlange passen. Innerhalb einer Torte ohne Lebensmittelfarbe, so einen wunderschönen Grünton, Respekt. Das Erste, wozu ich dir gratulieren kann, ist definitiv die verschiedenen Konsistenzen. Mit diesem Macadamia-Crunch, er ist immer da. Es ist eine herrliche Buttercreme. Die Böden sind super gebacken. Das Einzige, und es tut mir wirklich leid, aber das Rosenwasser ist immer noch nicht herauszuschmecken. Ansonsten die Kombination sehr gelungen, bis auf diesen Fakt, dass kein Rosenwasser wirklich zu schmecken ist. Danke. Vielen Dank. Als ich durch die arabische Welt gelaufen bin, ist mir eine Königin über den Weg gelaufen, und zwar die Königin des Morgenlandes. Von den Farben her gefällt es mir wirklich ausgesprochen gut. Wir haben hier überall immer Schattierungen, das ist das Ganze auch so ein bisschen in Falten gelegt. Dann kommt dieser durchsichtige Schleier, auch clever, dass du es nicht massiv aus Fondant gemacht hast. Ich hätte vielleicht so ein bisschen mehr Hautton noch gemacht. Sie ist jetzt sehr blass. Also vielleicht ist sie mit dir verwandt. Vielleicht. Du bist ein unglaublich hohes Risiko gegangen, weil das ist ja nicht gerade so, dass das das stabilste Material dieser Welt ist zum Stapeln, dass die Königin jetzt vor uns steht. Großer Respekt. Diese Süßkartoffelböden, hervorragende Wahl. Die erste Gabel, da habe ich sofort diese Feigen im Mund. Krass, wie man diesen Geschmack rausarbeiten kann. Und es ist zwar nicht mehr crunchy, dein Engelshaar, aber du hast immer noch diese besondere Textur. Und das ist für mich ein absolutes Highlight, weil das habe ich vorher in der Form noch nicht gesehen. Danke. Dann ist die Feige wirklich dominant. Ich habe nicht den Ziegenfrischkäse halt im Vordergrund, sondern der ist so ganz dezent, kommt da ab und zu mal. Es ist sehr ausgewogen und die Gewürze spielen da wirklich schön im Mundkarussell und man hat immer wieder so einen neuen Eindruck. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Jury, ich möchte euch mein altes Märchenbuch vorstellen. Es strotzt hier wirklich so vor Techniken. Das fängt an bei dieser Lederoptik, die du eingearbeitet hast, mit diesem krakelierten, dem aufgerissenen. Dann kommt der V, hier wieder auch mit Malerei. Ich mag es wirklich von der Optik. Ich wüsste nicht, was man da anders machen könnte. Man kann bei dir quasi wie bei einer Gesellenprüfung überall 100 Punkte machen und du hast mit 1 bestanden, was die Optik angeht. Dankeschön. Wenn so eine Torte natürlich von außen so spektakulär aussieht, dann geht das zu 95% natürlich zu Leiden des Geschmacks. Und das ist auch bei deiner Torte so. Du hast 2 wunderschöne Schokoladenböden, die sehr, sehr massiv sind, sehr schwer sind und vor allen Dingen sehr schokoladenreich sind. Das heißt, die Birne, die du in Weißwein gekocht hast, geht gänzlich unter. Ich habe noch die Textur, ich habe auch den Crunch, den du eingearbeitet hast. Allerdings ist das einzige Aroma, was ich aus dem Kuchen rausschmecke, Schokolade. Ich glaube, du hättest dir mehr einen Gefallen getan, wenn du tatsächlich mehrere Füllungen reingearbeitet hättest, damit diese Birne einfach noch mehr zur Geltung kommt und vielleicht auch noch ein bisschen Feuchtigkeit an die Böden abgibt. Vielen Dank.
habe mir vorgestellt, in der Wüste zu sein und eine Fata Morgana zu sehen. Und für mich war da alles, was ich mit der arabischen Welt in Verbindung bringe. Sehr sauber, sehr akkurat eingedeckt, obendrauf die Kamele, ausgestochen, ist alles sauber gearbeitet. Aber ich hätte mir einfach bei dir einen höheren Schwierigkeitsgrad gewünscht. Du hast quasi in jeder Etage eine unterschiedliche Füllung eingearbeitet. Es riecht sehr schokoladig jetzt schon. Das kommt so richtig hoch, der Geruch. Du hast auch sehr, sehr viel Schokolade in diesen Böden drin. Allerdings muss ich sagen, in deiner Torte ist die Schokolade überhaupt nicht dominierend. Wenn ich von oben nach unten esse, habe ich immer wieder kleine Stops, wo ich immer wieder kleine Highlights finde. Also die Dattelfeige ist wirklich toll zum Essen, das heißt ein toller Geschmack. Aber man muss halt wirklich die ganze Höhe von der Torte haben, um alle zusammen zu essen. Vielen Dank. Vielen Dank. In der arabischen Welt gibt es eine berühmte Liebesgeschichte. Und das ist Layla und der Verrückte. Und die Idee ist, dass diese Schmuckschatulle ein Geschenk ist, damit er ihr Herz gewinnt. Mein Herz hüpft so ein ganz klein bisschen, wenn ich deine Dekorationsfortschritte sehe. Du hast mit Isomite gearbeitet. Man kann hier sehr schön auch in diese Kristalle reingucken, in verschiedenen Farben. Bei diesem Seidenpapier vielleicht beim nächsten Mal Wafer Paper nehmen. Ja, man muss ganz klar sagen, das Dekorative ist tatsächlich nicht ein Steckenpferd. Aber das, was mich viel mehr interessiert, ist tatsächlich der Geschmack. Du hast ringförmig aufgespritzt. Und wenn dann der Anschnitt so ist, dass alle Bereiche immer übereinander liegen, dann ist es ein Hinweis darauf, dass man da sehr ordentlich und akkurat gearbeitet hat. Du erfüllst geschmacklich meine Erwartungen zu 100%. Die Böden, die sind so leicht, die sind so luftig. Dann kommt diese Buttercreme dazu. Die Säure ist da, die Orange, die Pistazie. Geschmacklich ist das Ding für mich eine 1. Danke. Man merkt, dass du dir genau überlegt hast, wo du welchen Bestandteil hinpackst. Und insgesamt gibt es ein großes Ganzes. Und wenn wir dann immer weiter so kleine Schritte machen in der Optik, da kann was ganz Großes irgendwann draus werden. Das wird schon. Ich habe meine Torte eine Nacht in Aschgabat genannt und ich habe auch eine Silhouette einer tanzenden Frau gemacht, die sich unter sternenklarem Himmel bewegt und ihre Stoffe fliegen lässt. Man sieht halt dieser Torte an, dass sie so ein bisschen in sich gesackt ist. Oben haben wir halt auch keine wirklich geraden Kanten. Ich weiß selber, du hast einen anderen Anspruch an dich, aber dann hier vorne trotz alledem noch zu stehen, die Torte zu präsentieren, allerhöchsten Respekt. Ich sehe die Böden, Himbeeren, gut verteilt, überall da. Himbeeren und Pistazien passen halt super zusammen. Und die Torte ist einfach sehr, sehr lecker. Da hat halt alles auch funktioniert. Die Torte schmeckt hervorragend. Allerdings, dieses Orientalische geht mir verloren. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich lade euch ein auf eine Reise entlang der Seidenstraße. Zwei sehr schöne Farbtöne, Orange und Lila, passt halt sehr gut zusammen. Beim Tuch, es hat so ein bisschen eine Elefantenhautstruktur. Obendrauf hast du mit Isomite gearbeitet. Ich glaube, es soll tatsächlich so diese Zwiebeldächer darstellen. Also es sind irgendwie mehr gerade drei Birnen. Das, was du hier gemacht hast, ist eine super schöne Kombination, vor allen Dingen obendrauf mit dem heiligen Obst, so würde ich es jetzt mal benennen. Aber ich muss sagen, dieses Material so einzusetzen, großen Respekt davor, dieses Risiko einzugehen. Danke. Du nickst schon. Was ist denn das? Das ist zwar roh, aber das bemerkt man bei der Stäbchenprobe ja nicht, weil da ja kein roher Teig am Stäbchen hängen bleibt. Sehr schade. Ja. Die Böden, die man essen konnte, die sind saftig. Großartig ist die Joghurtmousse. Bei der Wassermelone hast du, glaube ich, so einen Sirup oder Likör mit dazu getan, oder? Mhm. Den schmeckt man leider raus. Und die Minze geht mir leider unter.
Du bist an der Stelle wirklich ein Risiko eingegangen, auch bei den Geschmackskombinationen. Und die Torte ist für mich arabische Sommernacht. Vielen Dank. Dankeschön. Jury am Tortenstand. Wer kriegt als nächstes die rote Schürze in die Hand? Ja, und wer muss uns verlassen? Den Punktestand veröffentlichen wir übrigens backofenwarm auf Instagram und Facebook. Folgen Sie uns einfach @dasgroßebacken. Ihr dürft euch jetzt beraten und Punkte zusammenzählen. Und dann erwarten wir eure Entscheidung. Hohes Risiko gegangen mit diesem Engelshaar. Das hat er hervorragend geschmacklich umgesetzt. Dieses Problem mit dem Aroma hatten wir bei Franz hier auch schon in der ersten Aufgabe. Und technische Prüfung, da hatte sie halt auch Probleme. Ja. Ich wünsche mir, weiterzukommen und noch mehr zu zeigen, denn ich bin noch lange nicht am Ende, was meine Modellagen betrifft. Ja, ich hoffe, es geht weiter. Julia, optisch hätte es für mich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Schwierigkeitsgrad haben können. Es ist ja so schön hier. Also ich würde es mir so wünschen, einfach noch weiter dabei bleiben zu können.